Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft das Mittelalter. Wir werden Vorbereitungen treffen für eine bezaubernde junge Frau und wir sehen auch, der Golem ist schon ganz begeistert und hält eine Rose hin. Mondblumen. Das habe ich noch nie gesehen, dass er das macht. Das tut den Villagern das. Das ist die Luzi. Die will gerne ins Menschen nochmal. Ja. Sie will das nicht auf sich sitzen lassen, die Schmach. Nee, wir holen jetzt erstmal unsere Mulis, richtig? Ja, wenn du die mit nach Dings nehmen möchtest, ja. Also zu Menschen sowieso nicht, da müssen wir Brutto mitnehmen. Aber ja, wir können sie holen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem richtigen sitze. Ist doch egal. Das heißt Maultier. Was, Maultier? Das ist ein Mulitier. Steht Maultier. Ein Mulitier. So. Auf geht's nach Steinbach. Erstmal Zeug holen. Ja, und die Karte. Ja, die Karte vor allem. Ich bin... Boah, das hier ist mir viel zu schnell, das Maultier. Du hast jetzt das Schnelle? Ja, das ist mir Glaubst nicht recht. Glaubst du? Ich teste mal, wenn du mich einholst, hast du das Schnelle. Holst du mich ein? Nee, anscheinend doch nicht. Dann hast du das Langsame. Ja, es wirkte ja, nur ja, so. Ja. Ach, du hast gar nicht den anderen Sildo-Schäder installiert, ne? Den neuen... Der allerdings aktuell kein Normal Map mehr unterstützt. Weil es kaputt ist. Was ist jetzt das Problem? Was? Dass ich das jetzt nicht sehe? Nö, nix. Ist alles okay. Sieht alles aus wie immer. Ich habe doch die aktuelle Optifine, das reicht. Ja, die hast du mittlerweile, die Pre-10. Pre-10. Die Pre-10. ja, klar. Hühner. Schafe. Also, ihr habt es mitgeregt, die Luzi möchte lieber kämpfen als bauen. Ja. Ja. Und da muss man Wünsche schon mal erfüllen. Aber das ist Minecraft, ne? Wir sind hier kein reines Kreativbauen hier auf diesem. Ach schade, jetzt hätte ich die kaputte Schaufel gerne noch dabei. Hast du so welche Schaufel im Inventar? Ja. Kannst du mal Rechtsklick auf diesen Gras da machen, der da so in den Weg wächst? Hä? Rechtsklick auf das Gras hier, was da, hier, dahin, da so hin, zack. Da, dankeschön. Vielen Dank. Wenn ich damit schon helfen konnte. Ja. Konntest du in der Tat. Mhm. Okay, wir brauchen Boote. Wir brauchen Fackeln, wir brauchen Nahrung, wir brauchen wieder ein Bett. Ja. Mein Bogen muss gar nicht repariert werden. Eher mein Schwert. Ich muss meine Rüstung mal checken. Genau, ich muss, das muss auch noch gecheckt werden. Ja, vor allem also haben wir werden auch quasi jetzt hier so eine Vorbereitungsfolge haben. Ja, wahrscheinlich. Und das Kloster seht ihr bei Flozi. Der Wald ist so dunkel. Und wir haben leider die zweite Patrouille verpasst. Ja, die wurden wir darauf hingewiesen, als wir fertig waren. Also da war Luzi ja schon weg. Aber da waren wir hier noch am Rumwurschteln, da ist eine Patrouille runtergekommen, aber ich habe sie nicht gesehen. Das sieht man manchmal beim Aufnehmen nicht. Die kamen wahrscheinlich aus dem Wald. Ich bin doch so fett wie ein Bär. Aber mittlerweile ist hier auch ein bisschen sicherer, glaube ich. Mhm. Ist aber schon interessant, dass die von da hinten. Ich guck mal ganz kurz. Ja, die kamen hier so runter marschiert. Die kommen da hinten, können im Wald tatsächlich wohl welche spawnen, ne? Das ist dunkel genug. Dann kommen die da aus dem Wald, aber das letzte Mal kamen die nicht aus dem Wald. Mhm. Mensch, was der Flozi hier am Bauen war. Wahnsinn. Ich hoffe, er hat auch alles aufgenommen. Oh, dankeschön. Ich hatte ja vermutet, dass die irgendwo hier, aber ja, keine Ahnung. Die Musik ist gerade sehr chillig. Ist aus dem Divinity-Soundtrack. Ah, okay. Ganz tolles Spiel. Ganz tolles Spiel. Müssen wir auch wieder aufnehmen. Zum Glück. Ha. Mhm. Ja. Meine Nase läuft ein bisschen. Tja. Oh, ich bin voll geleckt. Das war bestimmt, weil ich dich angerempelt habe. Hast du? Ja. Ich glaube nicht. Das war er, der Server ganz allein. Der braucht dazu keine Unterstützung von deiner Seite. Ja. Ich habe ihn extra hochgegradet nochmal. Mhm. Aber
die Lex bleiben. Das muss in Minecraft-Versionen liegen. Mein Mulitier bockt ziemlich viel gerade. Ja, okay. Du meinst, es steigt. Ja. Es steigt und will dich abwerfeln. Hier ist alles noch ein bisschen schmaler als drüben. Oh, ein Villager-Baby. Warum die mich mit dem Lärm gerade erschreckt? Noch eins, ich hab's tot geritten. Was? Geht das Villager-Baby. Ah, es geht noch. So, voll über den Kübel drüber. So. Oh, ich häng hier fest. Mein Gott. Ich warte mal hier auf dich. Ja, ich komme hier irgendwie am Brunnen nicht. Ich komme irgendwie am Brunnen nicht vorbei. Links. Links am Brunnen vorbei. An der Hühnerfarm? Nein, einfach links am Brunnen vorbei und durchs dünne Gässlein. Es ging nicht. Gott, das hier ist aber keine artgerechte Haltung bei den Schafen. Wann kommst denn du? Ich warte hier. Ich komm nicht vorbei. Ich hänge. Du musst durchs kleine Gässlein gehen. Ich komme am Brunnen nicht vorbei. Kommst du natürlich links. Also rechts. Nee, rechts aus meiner Sicht. Du, ja, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht links, ja. Ja. Ich hab's aber halt tatsächlich links probiert. Also, das kann sein, dass das nicht geht. Das habe ich noch nie probiert. Ich war hier falsch rum vom Blick. Oh ja, mein Diamanthelm muss repariert werden. Das kann man nicht riskieren. Boah, was hier mittlerweile ein Traffic im Dorf. Ja. In der Tat. Das war in-game. Wir haben es ja mittlerweile auch oft out-game. Out-game. Ist aber nicht falsch irgendwie. Wenn ich hier jetzt zauber, was könnte ich denn da noch für ein Buch auf meinen Helm legen? Und das zusammenführen. Wo könnte die Karte sein? Die Karte könnte hier irgendwo hängen. Das ist eine Schatzkarte. Schatzkarte. Ich guck mal draußen um die Ecke. Hier hängt auch noch eine Karte. Ach, guck mal, ist sie das nicht? Das Hast ist du sie doch. Ja, ich glaube schon. Das sieht nach einem Menschen aus. Okay. Guck doch mal. Ist das ein Menschen? Der Herr bedrängt mich. Ist auch noch so halb aufgeklärt, das wollte ich immer. Ja. Doch genau. Auch sauber zu Ende bringen. Könnten Sie bitte kurz. Prop. So. Wir hatten auch irgendwo einen Kompass. Ja. Da unten ist unser kleiner, minzig kleiner Fleck. Okay, gut. Wir wissen ja, dass die Richtung ungefähr ist, das hilft sehr. Der Kompass führt aber aktuell nur nach Hause. Hast du einen Kompass? Nö, aber der müsste beim Werkzeug sein. Ich meine, da sind immer gerade ganz viele Diamanten an dem anderen, die darf ich auf keinen Fall mitnehmen. Was ist denn jetzt schon auf dem Helm drauf? Atmung und Schutz 4. Atmung 3. Ich weiß nicht, was für eine Atmung ich drauf habe. Rückstoß. Macht Rückstoß auf einer Sinn eigentlich? Behutsamkeit. Bann 4. Ach, jetzt müsste ich wieder mal die magischen Sachen wissen. Effizienz, Haltbarkeit 3, Stärke 4. Effizienz, brauche ich auf das Zeug auch nicht. Mehrfach. Wie kann ich denn reparieren? Du brauchst das nochmal. Das heißt, wenn du was reparieren willst, brauchst du es nochmal und dann gehst du damit an. Was brauchst du denn? Was musst du reparieren? Hast du irgendwo noch was nicht dir? Warte. Ich habe einen Dia-Helm, einen Dia-Harnisch, einen Diamant-Beinschutz und Diamant-Stiefel. Okay, und was davon muss repariert werden? Also ich habe von allem ungefähr immer noch 80%. Nein, ich habe auch so den Schuhe gemacht. Meine Diamantspitzhacke ist nicht mehr so gut, aber brauche ich die? Die brauchst du jetzt nicht. Ja, der Eisenbeinschutz, der war, ist mir sehr lieb geworden, aber jetzt kommt er halt dahin. Schusssicher, vielleicht habe ich noch was anderes, was so irgendwie schusssicher ist oder sowas. Rückstoß, Durchschuss, Bann. Aber Bann macht doch
Stärke gegen Dings ist es doch, oder? Gegen Untote. Behutsamkeit, Schnellladen, Bann, Schutz 3. Schutz 3 hört sich gut an für die Beine. Jetzt will ich erstmal den Helm reparieren. Aber man könnte auch einfach nur... Dann sollte ich den doch verzaubern, irgendwie. Naja, es geht auf alle Fälle so. Das war jetzt Verschwendung. Sag's mir nicht. Ich weiß, dass es Verschwendung war. Ich weiß es. Danke. Dankeschön für den. Haben wir irgendwo Boote? Ja, wahrscheinlich. Bei Holz oder so, weiß ich nicht genau. Jetzt habe ich hier diese Schuhe noch, aber die sind natürlich nichts mit denen da verglichen. Und reparieren zum Reparieren möchte ich sie auch nicht benutzen. Das wäre nämlich dämlich, wie mir gerade einfällt. Aber ey. Das müsste. Oder geht so oder Dings weg. Ja, da brauche ich zu viele Erfahrungskosten. Auch das schon. Okay, das ist nämlich teurer. Okay. Naja, gut, er ist jetzt bei 312. Das ist noch ein bisschen, ne? Vor allem, wenn das da alles neu ist. Dahin. So, dann haben wir jetzt hier Schutz 3. Ich hoffe, das ist gut. Da Schutz 4, aber ich würde ihn trotzdem gern reparieren. Dias müssen wir irgendwann suchen gehen wieder. Ich habe mich ja schon so ja durch die Dings gegraben. Ich bin jetzt mal gnadenlos. Ich hau mal rein, als gibt's keinen Morgen. Ach, auch 33. Hast du 33 Erfahrungen zufällig? Nein. Schade. 25. Schade. Schade. Dann kann ich das nicht machen. Das ist ja nicht der Dornenhaltbarkeit, der hält ja eh noch. Man kann nicht alles haben, ne? Und die halten auch noch. Da bin ich mal vorsichtig optimistisch. So, dann wird mir mal gesagt, wenn du wissen willst, ob was in den Kompost da geht, dann da hat jemand Erde reingesteckt. Dann steck es hier rein und dann siehst du es. So, stimmt schon. Das ist argumentativ richtig. Ich beschwere mich auch gar nicht, dass mir das gesagt wird, weil ich lerne hier. Ach, da. Dann habe ich hier noch einen Ach, das ist ein Bogen. Will ich den wirklich noch reparieren? Nö, ne? Der hat 374 von 384. Das lohnt sich irgendwie nicht so sehr. Hier, wo bist du? Ich habe Fackeln gemacht. Ich stehe hier im Lager und räume Dinge weg. Dann kann ich dir das geben, ne? Ja. Wie kann ich dir alle auf einmal geben? Kuh. Das war aber nur eine. Ja, mit Kuh gedrückt halten. Das ist... Ich hab Kuh gedrückt gehalten. Wenn du die Fackel nimmst, ne? Ja. Und dann... Au, oh, warum haust du mich? Ich hab dich nicht gehauen. Und dann drückst du Kuh und schmeißt... Ach so, das macht... Ist anders, als ich es in Erinnerung hab. Okay. Ja. Dann kann ich dir noch ein Stack geben, wenn du magst. Ja, mir reicht erstmal das, was ich habe. Ich kann mir ja auch noch nachmachen. Okay. Das Entscheidende für mich ist, jetzt habe ich Steine wieder hier mitgenommen. Ist natürlich auch nicht so klug. Aber ich habe die Boote immer noch nicht gefunden. Die hätte ich jetzt hier vermutet oder da. Aber sind keine. Aber ich glaube, das ist in meiner Privatkiste, mein Boot. Ich weiß nicht, wo dein Boot ist. Aber wir können ja auch eh in einem Boot fahren. Ja? Muss ich ins Bauernhaus? Ich glaube, da liegt es. Also, einen Kompass hast du jetzt, ja? Nee. Der Kompass war meines Erachtens hier drin. Ich hab ihn. Da ist ein Kompass, genau. Ja, ja. Ich soll ja auch einen Kompass mitnehmen. Ich wollte Zaun mitnehmen, habe ich gesagt. Ja. Ja, ja. Ich nehme zur Sicherheit auch einen Kompass mit. Hast du einen? Nee. Hab ich nicht, hab die Karte. Ich kann eh nur eins von beiden festhalten. Ach so, und dann muss ich den Kompass lesen. Ja, du kannst ihn ja in deine zweite Hand nehmen. Mhm. Gut, hab ich. Weil ich kann ja jetzt schlecht alles... Es wird dunkel, es wird dunkel. Ja, ja, ich muss eh ins Bauernhaus. Ich bin außerdem noch hier am Rumsortieren. Ich gehe schon mal ins Bett. Ja, macht keinen Unterschied, aber ja. Naja, nicht ganz so viel Holz, aber ist okay. Damit habe ich eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Also ich habe
die Haltbarkeit. Was zu essen, ich habe Fackeln, ich habe nur immer noch kein Boot. Das Boot ist schnell gemacht. Am Boot wird es nicht scheitern. Ich hatte gerade ein Leck. Ach, Essen habe ich noch nicht. Ein leckeres asiatisches Aufstoßen. Okay. So. Jetzt sehe ich die Karte auch, die ich in der Hand halte. Das ist ja witzig. So, ich mache mir noch schnell ein Boot. Nee, brauchst du nicht. Wir brauchen ja nur ein Boot. Du kannst ja bei mir mitfahren. Ach so. Ah, es ist doch ein Eichenholzboot. Was ist denn da oben? Schatzkarte, unbekannte Karte. Weiß ich aber nicht, wo die her ist. Ich habe hier noch einen Bogen rumliegen, der würde uns aber nichts bringen. Dann tue ich jetzt hier mal meine Schaufel rein. Meine Spitzhacke rein. Ich nehme nur so eine vergammelte Effizienz 2, Haltbarkeit 1, Dia-Hacke mit. Eine Axt habe ich noch, die ist auch noch gut. So gut sie eben sein kann. So. Dann bin ich soweit außer Essen. Was für Essen? Ja, ich habe nur 22 Kuchen, das ist mir ein bisschen wenig. Du. Die Musik ist total fröhlich. Jetzt habe ich nur noch 21 Kuchen. Oh, jetzt bin ich erstmal satt. Ich guck mal im Lager, was da so ist. Ich könnte wahrscheinlich Bratkartoffeln mitnehmen. Ja, das ginge, ne? Dann lasse ich den Kürbiskuchen jetzt erstmal hier. Ich habe jetzt lang genug Kürbiskuchen gegessen, dann nehme ich mir ein Stack Bratkartoffeln mit. Und ein Stack gebratenes Hähnchen, ne? Ich muss hier noch was umladen, damit wieder die Slots richtig sind. So. So ist eh richtiger. Und dann kann das dahin. Und dann würde ich mir hier. So ist das gut. Dann habe ich 2 Steak Essen dabei. Das reicht ja auf alle Fälle. Habe ich auch. Ja, mein Inventar ist schon ziemlich voll, dafür ich auf Reisen gehe. Vor allem habe ich noch so viele Pfeile dabei. Mir reicht ja eigentlich, wenn ich einen dabei habe. Wobei es natürlich keinen Unterschied für die Inventarplätze macht. 11 Pfeile habe ich. 10 Pfeile noch, die ich jemand anderes schenken kann. Ist doch lieb. Für Notfall. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen überladen. Ich glaube, ich lasse mal die Erde zu Hause. Die Erde ist schön. Ich mag gerne Erde dabei haben, aber jetzt aktuell, ich glaube, das Gerüst reicht. So. Das ist gut, das hier ist Sondersachen, die ich fürs Menschen dabei habe. Das da ist Essen, extra Portionen. Ja, Wassereimer. Man sollte immer einen Wassereimer dabei haben, ne? Gut, du hast ja. Gut. Das müssen wir mitleben. So, bin soweit. Ich auch. Ist dann die Vorbereitungsfolge zu Ende? Ja, wir können erstmal ein Stückchen wieder zurück Richtung unserer schönen anderen Stadt zurückgehen. Weil wir müssen in die Richtung. Da kann ich mich düster dran entsinnen. Sonst würde mir die Karte auch erstmal gar nicht viel nützen. Oh! Was denn? Da haben schon wieder alle gleichzeitig Tür auf Tür zugemacht. Ja, das können die. So zugemacht. Oh. Ja. Gut. Dann das ist doch nur ein safe. Tor, ne? Ja, ein Tor ist doch irgendwo. Zwei sind kein, da. Ja, ist kein Schleuse mehr. Nein, da ist keine Schleuse. War nie eine Schleuse. Nur als wir umgebaut, also die Dinger wieder reingeholt haben. Läufst du auch langsamer als ich oder was ist da los? Ich bin am Laufen. Rennst du? Ja. Ah. Du, 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 du. Siehst du, dass ich laufe? Nee, wo läufst du? Cool. Ah, jetzt sehe ich dich laufen, jetzt bin ich hinter dir. Ich kann hier laufen, du bist vor mir. So, wir sehen jetzt hier Lucys Hinterkopf im Vollbild. Ja. Ja, das ist wichtig, ihren Hinterkopf auf Vollbild zu machen. Man sieht aber unter deinem Helm deine Lockenpracht überhaupt nicht. Oh, ich hab Hunger. Das ging ja schnell. Mhm. Aber bei mir tut der Kuchen sich auch schon bewegen. Erde der Schande. La 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 la. Don't
Dong, 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 dong. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das mit Kompass und Karte gehen soll, aber okay. Wieso nicht? Wir wissen ja die Richtung ungefähr noch vom letzten Mal. Und dann sehen wir ja auf der Karte, wenn wir auf der Karte sind. Ne? Mhm. Der Kompass ist ja für den Rückweg. Mhm. Dann muss ich ihn ja jetzt gar nicht in der Hand halten. Wenn er dich nicht stört, das zeigt Richtung Spawn. Das zeigt also in die Gegenrichtung. Schon Wahnsinn, was er da geschafft hat. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn! Da könnte doch hier alles noch... Hier kommt doch jeder raus. Na gut. Wenn sie sich da runterstürzen. Ich muss jetzt immer in die Richtung gucken und erwarte neue Pillager anrücken. Wo bist du denn jetzt? Auf der Brücke. Wo bist du denn? Auf der... Ich habe die Brücke nicht gefunden. Ich habe die Brücke nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo du bist. Hallo? Hallo? Bist du nicht im Dorf? Im Dorf bin ich, ja. Ja. Da bist du ja. Wo? Ich stehe vor dir, neben dir. Was? Ich habe die Brücke nicht gefunden, sagt sie. Ja, zu. Da unten ist ein Plünderungshuhn. Mhm. Hm. Man guckt jetzt viel mehr nach Plünderern. Ja. Aber ich glaube, es wäre wirklich Zeit, die Vorbereitungsfolge. Wieso? Wir sind doch noch nicht da. Wir gehen doch erstmal nur zurück und dann können wir ja immer noch uns verabschieden. Hm. Wohin zurück? Erstmal ins andere Dorf und von da aus brechen wir auf. In der Reisefolge. Ach so? Ja, es ist ja jetzt hier noch Vorbereitung. Wir sind ja hier noch nicht irgendwie in unentdecktem Land. Aber haben wir denn dann, wenn wir jetzt in dem neuen Dorf sind, dann schon ein bisschen Weg gut gemacht? Ja. Aha. Zumindest Wegstrecke nach Norden, aber nicht nach Westen. Nach Westen müssen wir ja auch noch Wegstrecke zurücklegen, das weiß ich auch noch. Nach Nordwesten müssen wir. Okay. Also muss dein Kompass, wenn du richtig läufst, nach da hinten unten zeigen, weil du ja zum Spawn zeigst. Also du läufst jetzt im Grunde... Zeigt jetzt auf 6 Uhr. Auf 6 Uhr? Nach also oben, der rote Pfeil nach unten. Nach unten, genau. Und wenn wir zum Menschen ungefähr gehen, müsste er so nach 5 Uhr zeigen ungefähr. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja schon wieder eine lange Weile her. Ja, fast Folge, 300 Folgen. Folge 300 Stream war das, glaube ich. Ne? Aber wir haben uns damals so geärgert, dass das so kaputt gegangen ist. Das ist echt schief gegangen. Wir waren ja, glaube ich, dann in einem... Ich hatte eine LAN-Welt geöffnet, ne, mit einem Backup. Und dann sind wir ohne Ausrüstung nochmal hin oder so irgendwas. Also hatten uns hintippet oder so und haben dann aber da weitergemacht. Aber es hat nichts genützt. Es ging trotzdem irgendwie total schief. Wir haben es dann, glaube ich, da abgebrannt gehabt, ne? In dem Backup. Ja, genau. Hm. Ja. Ja. Ich habe dann irgendwann die Chance gelöscht auf dem Server und habe sie dann auf dem Server, also ich habe die Welt wieder hochgeladen, nachdem ich die gelöscht hatte, die Chance, mit so einer Anwendung. Müsste ich nachgucken, wenn das jemand interessiert. Und es war nicht mehr MC-Edit oder so, wie man das früher gemacht hätte. Dann hatte ich das gelöscht. Was war ja schon jetzt 13? Ich weiß es nicht, kann sein. Und es war schon jetzt 13. Wir haben, glaube ich, immer Fische gesehen. Du nicht, weil du keinen Shader drin hattest. Mhm. Ich habe dir immer die Fische gezeigt und du hast immer gesagt, ja, die Fische, und hast aber gar keine Fische gesehen. Weil das auch damals noch war die Textur vom Wasser so undurchsichtig. Mittlerweile ist sie durchsichtiger geworden, auch für alle Versionen übrigens. Mausi? Ja. Was machst du da? Ich bin auf der Wiese gelaufen. Du bist abgebogen, ja. Ich hatte mir die Landschaft angeguckt. Das ist doch schön. So. Jetzt sind wir da, wo wir angefangen haben. Nichts passiert. Wir sind in nichts passieren, sind wir aktuell sehr gut. Wir nennen es Corona-Entschleunigung. Genau. Dann verabschieden wir uns da, wo wir uns immer verabschieden. Genau. Luzi, ich kann in deinen Kopf gucken. Entschuldigung. Was macht der Golem in unserem Bett? Ja, ich weiß auch nicht. Monsieur, gehen Sie!
Er schämt sich aber ein bisschen, wie mir scheint. Mhm, aber nur ein bisschen. Nun gut, dann sind wir raus und bis zum nächsten Mal. Dann wird's hoffentlich spannend oder auch nur langweilig. Wir werden sehen. Tschüss! Tschüss!